Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... mein Getränk ist alle. Nein, von Mass Effect mit dem alten Mann. Ja, ich wollte mich mit Vrex unterhalten. In der letzten Folge habe ich ja mich mit allen anderen von der Besatzung unterhalten. Nur mit ihm nicht. Und das machen wir jetzt. Shepard, was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von sich, Vrex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Genau. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Nein. Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten, ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert. Jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Ja, sie haben gefragt. Uns das angeht. Ich weiß nur, dass Sie die... Jeder Kroganer ist infiziert. Jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Entschuldigung. Warum versuchen die Kroganer nicht ein Heilmittel Wann zu finden? Haben... Wenn... So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Bis dann, Rex. Shepard. Das war alles. Shepard. Etwas gefunden. Ich habe diese Rüstung gefunden. Gehört sie Ihnen? Zeigen Sie her. Verdammt. Das ist sie. Kaum zu glauben, dass meine Vorfahren so einen Haufen Schrott getragen haben. Aber jetzt ist sie zumindest wieder dort, wo sie hingehört. Danke, Shepard. Bitte, gern Vielleicht geschehen. Vielleicht werden Sie mir doch noch sympathisch. Sie werden doch nicht am Ende noch Gefühle zeigen, Rex. Was? Nur weil ich sie sympathisch finde, heißt das nicht, dass ich sie nicht töten könnte. Boah, ist das ein Grumpelbock. Ich mag ihn. Ja, jetzt haben wir uns hier alles angeschaut. Wartet mal, wir gucken mal in unser Journal. Datendisk. Artefakte. Dies ist auf der Zitadelle. Das ist eine Dauerdingens. Das ist auch eine Dauerdingens. Asari-Schriften. Zitadelle. Nach Pharos reisen. Nach Noveria. Diese Sachen könnten wir. Könnten mal ein bisschen Story weitermachen, also Hauptquests. Achso. Du siehst etwas komisch aus, John. Komm, John. Lass uns nach oben gehen. Nach Pharos. Wir werden erstmal nach Pharos reisen, würde ich vorschlagen. Wir haben auch noch Zeit. Die Folge hat gerade angefangen. Gewebi. Hier muss ich hin. Ich will nach Pharos. Ah, ne, hier. Draußen regnet's. Draußen regnet's. Draußen. Jetzt. Ich stand nicht richtig. So. Wir sind immer noch hier, wo wir... Die haben wir, glaube ich, alle untersucht, ne? Ja. Und hier war auch das... Das war auch das einzige System, genau. Pharos, Kepler, Armstrong-Nebel, Voyager. Voyager-Cluster. Ob wir da die Voyager finden? Arg
Argos, Gimini, Noveria, Exodus, Artemis Tau. Ach, da steht doch Großpheros. Herkules, Pheros. Wir machen erstmal das. Weil Planeten untersuchen und so. Mineralien sammeln, Insignien sammeln. Neuer Nachrichteneingang. Oh. Stelle durch. Normandy, hier ist das Allianzkommando. Wir haben Ihre Präsenz im attikanischen Beta-Cluster entdeckt. Ja. Eine unserer Überwachungsdrohnen sammelte Informationen über Geth-Aktivitäten in der Region, als sie entdeckt und abgeschossen wurde. Aha, sie sollen müssen besuchen. Landen und das Datenmodul der Drohne bergen, bevor die Geth sie finden. Okay. Der ist es schon mal nicht. Eine kleine Felsenwelt, wo nichts zu holen ist. Hm, na gut. Machen wir den. Oh, der sieht heiß aus. Den können wir erkunden. Schwermetallvorkommen. Super. Ein Vorkommen von Gold auf den nahegelegenen Mond. Na gut. So, dann nehmen wir den Ringeplanet hier. Und? Fliegen aus dem Spiel. Ah, ich ahne was. Ja, es geht wieder. Entschuldigung. Es nimmt aber noch auf. Ah, hier kann ich landen. Okay, okay, okay. Den wollen wir noch nicht. Dann nehmen wir den. Den können wir erkunden. Da ist mein Mäuschen. Medaillon gefunden. Beim Scan des Planeten Syetet-Dings da haben sie ein großes Trümmerfeld im geosynchronen Orbit gefunden. Bei mehreren aufwendigen Bergungsmanövern fand Techniker Adams einige interessante Objekte. Darunter auch ein Medaillon des Salamiordens. Des Salamiordens! Und hin, wir wollen die Sonde bergen. Der sieht so nach Wasser aus. Warnung, Giftgefahr, Stufe 1. Elitania scheint für die Besiedlung besonders eine für die Besiedlung besonders geeignete Welt zu sein, aber leider täuscht der erste Eindruck. Die Oberfläche des Planeten ist mit einer dicken Schicht Moose, Algen und Flechten bedeckt und die Atmosphäre ist sauerstoffreich. Aber die dominante Lebensform sind mikroskopisch kleine symbiotische Zelltierchen. Sie lassen sich nicht aus der Luft filtern, sind lebensnotwendig für die einheimische Flora. Leider verursachen sie einen anaphylaktischen Schock, wenn sie nicht von einer einheimischen Lebensform eingeatmet werden. Das heißt, dass Siedler auf dieser Welt nur in luftdicht versiegelten Räumen und Anzügen überleben können oder das ganze Ökosystem ausgerottet werden müsste. Es gibt dennoch Pläne für eine begrenzte Kolonialisierung oberhalb des Lebensbereiches der Zelltierchen. Oder in Gegenden, wo der Wind die Luft reinigt. Ja. Weiß nicht. Kann man denn doch eher drauf verzichten, oder? Na, wir werden das hier mal untersuchen. Wen nehmen wir dann mit? Wir haben Kampfstärke. Noch mehr Kampfstärke. Biotikstärke. Hoffentlich ist das jetzt nicht wieder. Wäre ganz gut. Aber wenn ich sie mitnehme, ne? Dann haben wir keine Techstärke. Das ist schlecht. Und wenn ich ihn mitnehme, dann haben wir von allen immer nur ein bisschen. Nee. Ich hab's gern ein bisschen ausgewogen. Kampfstärke. Na gut, wir nehmen das mal. Wir gehen mal mit den beiden los. In der Nacht? Im Dunkeln. Dann können wir die Sterne bewundern. Alles ist grün. Map. Ja, wir werden dann als erstes das mal anfahren. Wir fahren natürlich alles an. Ja, okay, das würde heute anders aussehen. Wie gesagt, das Spiel ist 10 Jahre alt. Ich kann das immer wieder nur betonen. Ich muss nachher nochmal was probieren. Ich habe mir was durchgelesen, was diese Slots da oben betrifft, die man immer sieht für die Kräfte. Das muss ich mir mal anschauen, ob das geht und ob ich denn damit überhaupt klarkomme. Das ist doch
Ein wenig komplex für alte Männer hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte damals auch genutzt habe. Ich habe das Spiel aber durchgespielt, das weiß ich. Aber ich habe keine Erinnerung mehr ans Ende. An nichts habe ich mehr Erinnerung. So, wenn ich jetzt... Guckt mal hier. Jetzt kann man angeblich... Was ist das? Garus Dämpfung. Garus Überlastung. Feindliche Schilde in einem bestimmten Radius werden beschädigt. Blitzt die Waffen in der Nähe. Was habe ich denn? Ich kann Einigkeit, Adrenalinschub, Schildbooster. Tatsächlich, das geht. Dann lege ich mal meine drei hier oben ab. 1, 2, 3. Was haben wir denn hier? Der hat Warp. Alle nehmen Schaden und werden anfälliger für weitere Schäden. Die kann ich nicht nehmen. Guckt. Die kann ich nicht nehmen. Die kann ich nur auswählen. Ich kann nur meine eigenen oben reinlegen. Also die drei Kräfte habe ich schon. Schild. Interessant. Hä? Was ist das denn? Aber sonst ist hier nichts weiter. Ah, da. Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Nee, ich will das scannen. Das ist die Überwachungsdrohne. Aber wo ist das Datenmodul? Das hat wohl eine affenähnliche Kreatur, scheint sich mit einem Datenmodul davon gemacht zu haben. Dann machen wir es wohl auf die harte Tour. Die hier, ne? Eine affenähnliche Kreatur? Hä? Hier eben was gesehen? Ich guck mal auf die Karte. Affenkolonie. Aha. Wir müssen zur Affenkolonie. Bin da. Fahr, mein stolzes Gefährt. Bring uns zum Ziel. Oh. Und hüpf. Und nochmal hüpf. Ich bin ein kleiner Hüpfer. Oh, hüpf. Ich bin albern. Da ist die Affenkolonie drin. Da sind die Affen. Die leben hier. Soll ich die jetzt alle betatteln? Einmal betattelt. Ach, mir fällt gerade was ein. Ihr seid niedlich. Kann man euch adoptieren? Der Affe hatte nichts. Der Affe hatte auch nichts. Und der Affe hat auch nichts. Und nun? Ah, mir juckt das Ohr. Kann ich die normal scannen? Habe ich irgendeinen übersehen? Hier kann ich doch auch nichts machen. Hier kann ich mich verstecken. Die lassen sich auch gar nicht stören, ne? Oh, Kleine, du bist aber niedlich. Vielleicht sollten wir mal ins Auto gehen, so lange kurz. Das denn jetzt? Haben wir uns alle wieder erholt? Gut, wisst ihr, was mir noch einfällt? Schild, erste Hilfe. Elektronik sind wir auch noch nicht so gut. Ich mach mal Elektronik. So, dann haben wir noch zwei Punkte. Taktische Panzerung. Dämpfung, Nachladezeit, Präzisionskosten. So, Uhr dort hat auch 6. Also Punkte, natürlich. Warp. Auf 9 Sekunden. Werfen freischalten, okay.
Und John? John hat null. Ja. Ich habe ja hier eine Markierung. Das lässt sie nicht stören. Wartet mal. Guter Schuss. Die kleine Bestie hat es doch so gewollt. Wir müssen wieder ins Auto. Ich war das nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber guck mal, wo das Ding hinschießt. Jetzt habe ich getroffen. Die Dinger gehen nicht kaputt, ich lade gleich nochmal neu. Armes kleines Äffchen. Ja, wo soll ich denn hier was finden? Was ist das? Ach, das war so ein Schwebeteilchen. J. Wartet mal, kann man mit den... Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Und er? Also, dann los. Macht alles wenig Sinn, ne? Laden. Schnell speichern, das muss es ja sein, ne? Mal gucken, was passiert. Ja, jetzt leben sie noch alle. Jetzt kamen auch die Texturen. Suche. 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 Der Affe hat da auch nichts. Wir müssen ins Auto. Was mache ich denn? Wie mache ich denn das jetzt? Wie komme ich denn da ran? Oder gibt es hier noch mehr Kolonien, wo ich hin kann? Ach, jetzt verstehe ich. Das muss einem doch gesagt werden. Tschüss. Also brauche ich das nicht mit Gewalt tun. Oh. Habe ich mich erschrocken. Warte mal. 3 Stufen. Geil. Da waren wir ja schon. Ist wieder was Seltsames. Irgendwelche Mineralien. Oder so. Hier drinnen. Hier, hier, hier. Guck mal hier. Das werden wir gleich mal untersuchen. Suche nach Mineral. Weiter, wir haben ein Ziel. Und zwar da hinten. Da, da, da. Gleich sind wir da. Nächste Affenkolonie. Das heißt, wir müssen alle Affen abfahren. Abgefahren. Schnell! Nein! Der Affe hatte nix. Der Affe hatte nix. Zeitlupenaffe! Die hatten alle nix. Habe ich alle abgesucht? Ich glaube, ne? Rein in den Marco.
Polo. Nächste Affenkolonie. Da waren wir ja. Da war die Absturzstelle. Hier ist was Geheimnisvolles. Also hier. Ich komme zu euch, ihr Äffchen. Warum haben die das überhaupt aufgesammelt? Die können doch gar nicht wirklich was damit anfangen. Sag mal, Karte. Da ist eine Durchfahrt. Zwischen den Bergen. Huch! Fahr mal da vernünftig. Hier ist sie. Die Passage. Die werden wir jetzt queren. Oh, Vorsicht! Ja, so ein Turbo gibt's hier nicht. Ist eben nun mal so. Und da ist auch gleich das Trümmerfeld, das können wir dann auch gleich mit erkunden. Ja, das ist so. Aber hier war erst so viel Wasser. Wo ist das alles hin? Ich sehe hier gar nichts. Es ist zwar hier grün, Flechten und Moose. Und Affen, woher auch die immer nur kommen. Dann suchen wir erstmal. Ich hätte weiter ranfahren sollen. Du hast nix. Du hast nix. Du nicht. Du nicht. Der Affe hatte auch nix. Auch nix. Warum hat denn der jetzt die Waffe gezogen? Nein. Ich hoffe, ich habe alle. Ah, hier ist noch einer. Auch nix. Kann man denn hier rein? Hier, dich hatten wir noch nicht. Geh weg. Auch nix. Können wir denn hier reingehen? Können wir uns das hier anschauen? Na ja, geil. Rein da. Okay. Wir haben hier keinen Helm mehr auf. Okay, okay, okay. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Aber das gucken wir uns mal an. In der nächsten Folge. In dieser nicht mehr. Tschüss.